Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitwirkende an diesem Event, es freut mich sehr, Sie und euch alle aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Plattform ERARA zur heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Sie steht unter dem Titel Retrodigitalisierung im Dienste von Forschung und Lehre. Der eigentliche Termin des 10-jährigen Jubiläums von ERARA, der Plattform für digitalisierte alte Drucke aus Schweizer Bibliotheken, liegt mittlerweile schon etwas zurück. Die ursprünglich für 2020 angesetzten Jubiläumsfeierlichkeiten mussten wegen Corona auf dieses Jahr verschoben werden. Der Zugang zu retrodigitalisierten Inhalten aus Bibliotheken und anderen Institutionen ist aber in Zeiten von Homeoffice und eingeschränkter Reisemöglichkeit aktueller denn je. Die Förderung von Online-Zugängen zu Beständen ist auch ein wesentlicher Teil meiner eigenen Arbeit. Mein Name ist Michael Gasser und ich leite an der ETH-Bibliothek die Sektion Sammlungen und Archive. Es freut mich wirklich sehr, heute Moderator dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Einige wenige technische Hinweise gleich zu Beginn. Während der Podiumsdiskussion können Sie aus dem Publikum über die Q&A-Funktion hier in Zoom Fragen stellen. Oliver Ammann aus dem Team Alte Drucke der ETH-Bibliothek nimmt diese entgegen und ich hoffe, dass wir möglichst viele davon im Panel dann auch beantworten können. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, damit die Inhalte auch im Nachgang noch zur Verfügung gestellt werden können. Dem Panel gestellte Fragen werden dann ebenfalls mit aufgezeichnet. Bevor wir aber zur Podiumsdiskussion mit einleitendem Input-Referat kommen, übergebe ich für ein Grußwort seitens der ETH-Bibliothek sehr gerne an Andreas Kirstein. Andreas Kirstein ist stellvertretender Direktor der ETH-Bibliothek. Gleichzeitig ist er Leiter der Sektion Corporate Services mit Schwerpunkt Prozess und IT-Management für die digitale Bibliothek. In dieser Funktion hat er den Aufbau und die Entwicklung der ERARA-Plattform von Anfang an mitbegleitet. Bitte, Andreas. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen am Publikum, das hier dabei ist und natürlich ganz besonders auch der aktiv Teilnehmenden an der Podiumsdiskussion. Sonja Gasser, Rudolf Mumenthaler, der auch das Input-Referat halten wird, Tobias Hodel und Julia Remy, alle werden dann später noch einmal detailliert vorgestellt. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass es mittlerweile bereits 11 Jahre her sein soll, seit die Plattform ERARA mit den ersten Titeln im März 2010 aufgeschaltet wurde. Vieles hat sich verändert während den 10 Jahren, über 10 Jahren. Einiges ist auch gleich geblieben. Gleich geblieben ist die Grundstruktur. Schweizer Bibliotheken betreiben gemeinsam eine nationale Plattform für digitalisierte alte Drucke. Die Inhalte werden weiterhin dezentral katalogisiert und in mehreren Digitalisierungszentren, unter anderem auch an der ETH-Bibliothek, nach einheitlichen Richtlinien digitalisiert. Von Anfang an hat die ETH-Bibliothek den zentralen technischen Betrieb sowie die Gesamtkoordination der Plattform verantwortet. Und was auch geblieben ist, ist die Software Visual Library von Semantics, auf der ERARA basiert. Vieles hat sich allerdings auch verändert. Die Anzahl der über ERARA verfügbaren Titel, die naturgemäß natürlich laufend zunimmt, aber auch die Nutzung, wie die steigenden Zugriffs- und Downloadzahlen zeigen. Dann wurde mit dem jüngsten Relaunch im vergangenen Jahr auch das Look und Feel der Plattform deutlich erneuert. Und es sind zahlreiche weitere Funktionen dazugekommen, zum Beispiel die OCR-basierten Volltexte, Zugriffsmöglichkeiten über OAI-PMH oder IIIF. Auch die Anzahl Projektpartner ist mit den Jahren gewachsen. Das Businessmodell der Plattform war ursprünglich eine Projektförderung und bis 2014 und später eine kooperative Finanzierung des Betriebs durch die Partnerinstitutionen bis heute. Dann auch nicht zu vergessen, wir haben inzwischen eine Schwesterplattform mit E-Manuskripta für digitalisierte handschriftliche Quellen, die eigentlich vom Erfolgsmodell von ERARA stark profitiert hat. ERARA ging und geht mit der Zeit und ist für mich ein Beispiel gelungener, von Bibliotheken getriebener digitaler Transformation. Sie hat sich als bedeutende Plattform fest etabliert. Sie passt, und diese Bemerkung sei mir als stellvertretender Direktor der ETH-Bibliothek erlaubt, auch hervorragend in die strategische Ausrichtung meiner Bibliothek. Deren Elemente sind einmal Open Data, also analoge, urheberrechtsfreie Bestände werden in digitalisierter Form einfacher und breiter nutzbar, aber damit sie auch genutzt werden können, eben offene Schnittstellen,
Die ermöglichen zunehmend nämlich auch den maschinellen Zugang zu den bereitgestellten Informationen und Inhalten. Ein weiteres Strategem sind die Kooperationen. Das partnerschaftliche Modell von ERARA hat sich bewährt und es erlaubt es, die Kosten für den Betrieb auf mehrere Schultern zu verteilen und auch die Weiterentwicklung gemeinsam anzugehen. Und dann ein Schlagwort aus unserer Strategie, vielleicht auch in zahlreichen anderen Strategien inzwischen zu finden, Reuse und Co-Creation. Beispiele wie die wissenschaftsgetriebene Anwendung Graph Text Reuse in Radarbooks, die mit maschinellen Methoden die Analyse eines Korpus von Architekturtraktaten aus ERARA unterstützt. Diese Beispiele zeigen, welche innovative Nutzungen der Plattform im Zusammenspiel zwischen Forschung und Bibliotheken möglich sind. Und künftig, so hoffe ich zumindest, wohl noch mehr entstehen werden. Ich komme damit auch schon zum Schluss meiner Grußworte und der gilt ganz besonders dieser Schluss, dem Dank an viele Beteiligten. Einmal den Partnerinstitutionen der Bibliothek de Genève, der Universitätsbibliotheken Basel und Bern und der Zentralbibliothek Zürich und auch allen Mitarbeitenden aus den genannten Institutionen, die auf technischer, inhaltlicher und organisatorischer Ebene für den Betrieb und die Weiterentwicklung von ERARA sorgen. Danken möchte ich aber auch der Firma Semantics und Walter Nagel für die freundliche Unterstützung der gesamten Jubiläumsveranstaltungen. Besonders den Dank möchte ich auch ausrichten denjenigen Mitarbeitenden, die diese Nachmittagsveranstaltung mit ermöglicht haben, insbesondere Deborah Kiburz, Oliver Ammann, André Reichmuth und Michelle Baumann. Last but not least möchte ich ganz einen herzlichen Dank an Meda Hotea aussprechen. Sie hat nicht nur die Gesamtkoordination der Jubiläumsveranstaltungen übernommen, sondern wie Wissen ist, sie zeigt immer ein riesiges Engagement als Verantwortliche der ERARA-Geschäftsstelle. Nun wünsche ich uns allen und ganz besonders Ihnen einen spannenden und lehrreichen Nachmittag. Ganz herzlichen Dank, Andreas, für diesen spannenden Blick und knappe Zusammenfassung über die Entwicklungen und auch die bewährten Elemente innerhalb von ERARA. Ich denke, dass sich der nun folgende Input-Vortrag von Rudi Mumenthaler perfekt an dieses Grußwort anschließen wird. Rudi Mumenthaler war selbst mehrere Jahre lang an der ETH-Bibliothek tätig. Von 1997 bis 2009 leitete er die damaligen Spezialsammlungen und anschließend für 3 Jahre den Bereich Innovation und Marketing. In dieser Zeit initiierte er unter anderem auch das Projekt ERARA. Von 2012 bis 2017 war Rudi Mumenthaler Professor für Bibliothekswissenschaft an der HTW Chur, der heutigen Fachhochschule Graubünden, dann bis 2020 Direktor an der ZHB Luzern. Seit diesem Jahr ist er Direktor der im Aufbau befindlichen Universitätsbibliothek Zürich. Jetzt freue ich mich auf seinen Input unter dem Titel ERARA – Eine Erfolgsgeschichte, den wir im anschließenden Panel sehr gerne aufgreifen und sicher intensiv diskutieren werden. Bitte, Rudi. Herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank, Andreas, für die Einleitung. Das war quasi eine komprimierte Form meines Vortrags. Ich werde auf einige dieser Aspekte jetzt eingehen können. Und ich danke sehr für die Einladung und die Möglichkeit, hier einen Blick in die Geschichte von ERARA zu werfen, auf spannende Anfangszeiten und gleichzeitig auch etwas den Blick aus der heutigen Position, was haben wir denn eigentlich oder was hat die ETH-Bibliothek, was hat ERARA erreicht mit ERARA. Ich blicke kurz zurück in diese Zeit vor ERARA. Damals haben wir in der Schweiz festgestellt, dass es in den Nachbarländern bereits Plattformen für alte Drucke gibt. Es gab in Deutschland die VD16 und Nachfolgeprojekte in Frankreich, Gallica und so weiter. Also wir haben da wahrgenommen, dass wir etwas nicht haben, was andere bereits tun. Und das war eigentlich auch zurückzuführen auf den Umstand, dass in der Schweiz keine Digitalisierungsprojekte gefördert wurden durch den Schweizerischen Nationalfonds. Also Digitalisierung von Inhalten, Bibliotheksmaterial, das ist und war nicht Gegenstand der Förderstrategie von Nationalfonds, ganz im Gegensatz zur deutschen Forschungsgemeinschaft. Dort wurden zu jener Zeit bereits Dutzende von Millionen Euro in die Digitalisierung von Bibliotheksinhalten investiert.
Wir hatten dann auch mal so Größenordnung 2005 in der Arbeitsgruppe Alte Drucke einmal eine Diskussion, ob wir in der Schweiz nicht auch eine Plattform aufbauen könnten, Digitalisierung von alten Drucken unterstützen könnten. Und damals war es einfach nicht möglich. Wir haben uns angeschaut und gesagt, das geht nicht. Wir haben keinen Rahmen, wir haben keinen Auftrag. Es gibt keinen Anlass, das jetzt in der Schweiz aufzuziehen. Und dann haben wir so eine Art Sputnik-Schock erlebt. Mehrere Vertreter von Schweizer Bibliotheken waren 2008 an einer Fachtagung in München im Digitalisierungszentrum der Bayerischen Staatsbibliothek. Und wir waren echt geschockt, wie wir wahrgenommen haben, wie weit die schon waren im Vergleich zu uns. Also man hat dort eine hochprofessionelle Infrastruktur aufgebaut für die Digitalisierung, hat an einem Scanroboter mitentwickelt und man war auch prozessual schon viel weiter. Man hat sich da mit Massendigitalisierungsworkflows beschäftigt, wo wir noch von der Digitalisierung von einzelnen Dokumenten gesprochen hatten. Das änderte sich dann, es ergab sich eine Gelegenheit mit dem Programm Elektronische Bibliothek Schweiz, das von der Schweizerischen Universitätskonferenz, also der Vorläuferorganisation von Swiss Universities, gefördert wurde. Man wollte die Möglichkeit geben, einen zentralen Zugang zu medienübergreifenden Informationssuche zu schaffen und zudem auch weitere, vor allem digitale Inhalte für die Hochschule für Lehre und Forschung zugänglich zu machen. Das war eine Fördersumme von immerhin 10 Millionen Franken. Und nebst vielen anderen Projekten haben wir dann damals dieses Projekt ERARA eingereicht. Die Geschichte dazu gibt es in einem Video zu sehen, das vermutlich heute Abend veröffentlicht wird. Also jetzt gibt es keine Anekdoten, sondern nur ganz ernsthaft. Die Ziele, die damals mit dem Projekt verbunden waren, die deklariert wurden, primär ging es mal darum, eine Online-Plattform für die Präsentation von digitalisierten alten Drucken aus Schweizer Bibliotheken aufzubauen, Digitalisierungskompetenz in den Bibliotheken auch ebenfalls aufzubauen, Inhalte zu digitalisieren, Schwerpunkt eben Bestände aus Schweizer Bibliotheken, aber ein weiterer Schwerpunkt alte Drucke aus der Schweiz. Und ein weiteres Ziel war die Nachhaltigkeit, nämlich den Betrieb der Plattform auch über die Projektlaufzeit hinaus zu gewährleisten. Und inoffiziell, das war nicht so deklariert, aber die Bibliotheken hatten auch ein Interesse daran, eine eigene Digitalisierungsinfrastruktur aufzubauen. Das Ganze war, wie Andreas Kirstein schon einleitend gesagt hat, von Anfang an als Kooperationsprojekt gedacht. Die 5 Projektpartner waren sehr schnell gefunden. Wir hatten nur gerade 2 Wochen Zeit von der quasi Genehmigung der Idee bis zur Einreichung des Antrags. Und da waren die Zentralbibliothek Zürich mit der ETH-Bibliothek. Wir haben damals quasi das Projekt ausgedacht und dann die Kolleginnen der Universitätsbibliotheken Basel und Bern eingeladen. Und auch die Bibliothek de Genève ist da mit dazugestoßen und hat dem Ganzen danach gleich den gesamtschweizerischen Charakter gegeben mit der mindestens mal Zweisprachigkeit. Später kamen ja dann noch weitere dazu. Dann ebenfalls schon angedeutet von Andreas Kirstein, die Idee, also nein, zuerst muss ich sagen, war eigentlich die Idee, dass zentral digitalisiert werden sollte. Die ganz ursprüngliche Idee sah vor, dass wir ein Digitalisierungszentrum aufbauen in Zürich an der Zentralbibliothek vorwiegend. Und dann haben aber die Partner relativ schnell erklärt, dass das so nicht gewünscht ist. Einerseits wegen den heiklen, wertvollen alten Drucken, die man da quer durch die Schweiz hätte transportieren müssen. Und andererseits eben auch der Wunsch, eine eigene Digitalisierungsinfrastruktur aufzubauen und auch selber Know-how aufzubauen. Das hat dann dazu geführt, dass wir ein Konstrukt gesucht und gefunden haben, dass gemeinsame Workflows auf einer gemeinsamen Plattform vorsieht, aber dezentrale Bearbeitung. Also es wurde von Anfang an so angedacht, dann dezentral zu digitalisieren, dezentral die Inhalte zu bearbeiten und dann in die zentrale Instanz zu nehmen und gemeinsam zu präsentieren. Also der zentrale Betrieb der Plattform, der war auch von Anfang an gesetzt. Inhaltlich legten wir den Fokus zu Beginn auf alte Schweizer Drucke des 16. Jahrhunderts. Das hatte verschiedene Gründe. Einer davon war, dass es inhaltlich eben sehr spannend ist, mit dem Schwerpunkt Reformationsgeschichte. Das ist ein Thema mit internationaler Ausstrahlung
Und das wussten auch die beteiligten Sammlungen, alte Drucke, dass da eine große Nachfrage bestehen dürfte, sogar international. Wir hatten als Ziel gesetzt, bis Ende des Projekts 2011 15.000 Drucke zu digitalisieren und online zu publizieren. Und dabei gab es aber noch eine Einschränkung. Es war am Anfang ziemlich wichtig, dass wir abgleichen mit anderen Projekten. Also zum Beispiel mit dem VD16 mussten wir abgleichen. Man wollte vermeiden, dass mit Fördermitteln Inhalte doppelt digitalisiert werden. Da die Bibliotheken selber aber sehr viele eigene Mittel investiert haben, ist man dann relativ schnell wieder davon weggekommen und die Bibliotheken hatten das Interesse, möglichst komplett die Bestände zu digitalisieren, auch wenn ein Exemplar schon einmal anderswo digitalisiert worden war. Vom Zielpublikum her hatten wir uns das nicht so ganz genau vorgestellt, sondern wir haben einfach uns vorgenommen, dass mit der Online-Präsentation der alten Drucke generell die Sichtbarkeit der Bibliotheken erhöht werden soll und ihrer Bestände. Also eine breitere Nutzung war ein wichtiges Ziel und wir sind damals davon ausgegangen, dass sich in erster Linie historisch arbeitende WissenschaftlerInnen für die Plattform interessieren dürften. Gerade wegen des Schwerpunkts Reformationsgeschichte, wie ich schon angetönt habe, haben wir auch ein internationales Publikum erwartet. Zudem war auch bezweckt, ein historisch interessiertes Publikum anzusprechen, wie wir es sonst auch in den Sammlungen bereits kannten. Die Interoperabilität war von Anfang an im Projekt ein Ziel. Der Austausch mit anderen Plattformen, eben das Einspielen auch auf andere Plattformen, war mit einer Idee, die schon im Projektantrag drin war. Dafür setzten wir auf gewisse Metadaten-Standards wie Mods und Mets. Wir setzten auf eine OAI-PMH-Schnittstelle, damit andere Suchdienste die Inhalte abgreifen können. Es wurde als Persistent Identifier die DOI gewählt, die wir auch schon in anderen Plattformen an der ETH-Bibliothek eingesetzt haben. Und natürlich, heute eigentlich selbstverständlich, wir hielten uns auch bei den Dateiformaten an Standards und internationale Richtlinien. Wobei das war eine Zeit, wo das zum Teil sogar noch diskutiert wurde, welche Formate sollen jetzt wirklich genommen werden. Sollen wir wirklich farbig digitalisieren zum Beispiel oder geht nicht auch Graustufen? Wurde tatsächlich noch kurz diskutiert, aber dann schnell verworfen. Und wie auch schon angetönt, das Produkt wurde ein kommerzielles Produkt dann schließlich ausgewählt, das von den Firmen Semantics und Walter Nagel bereitgestellt wird. Das war eben auch Gegenstand des Vorgehens, dass das System im Projekt evaluiert wurde und an den Anforderungen des Projekts gemessen wurde. Ich komme jetzt zu dem Erreichten, also quasi zur Frage, ob wir diese Ziele denn auch wirklich erreicht haben, ob diese Ziele erreicht wurden. Ich sage immer wir, ich war nur ganz am Anfang beteiligt, aber all die Personen, die daran gearbeitet haben, werden mir das nachsehen, dass ich das immer noch als wir bezeichne. Also was wurde erreicht? 15.000 Titel waren das Ziel bis 2011. Das wurde bis 2011 nicht ganz erreicht, aber es ging dann nicht allzu lange, bis die Schwelle von 15.000 Werken auch tatsächlich erreicht wurde. Und heute sprechen wir von 85.000 Titeln rund, die online verfügbar sind. Das ist eine ansehnliche Menge, wie man sich vorstellen kann. Also wenn man das noch in Seitenzahlen sich vorstellt, ist man dann schnell im zweistelligen Millionenbereich. Und Kollektionen, das wurde auch ausgebaut, also von den Schweizer Drucken des 16. Jahrhunderts ausgehend, noch zurück in die Wiegendrucke des 15. Jahrhunderts und dann eben auch später die 17. bis 20. Jahrhundert. Nicht nur alte Drucke, sondern auch spezifische thematische Sammlungen. Es gibt dann auch auf der Webseite heute eine Übersicht über die Kollektionen und Sammlungen von Alchemie bis wissenschaftshistorische Bestände. Es wurden mehrere kantonale Schwerpunkte, Solothurner Drucke, Bernensia, Genfer Drucke etc. wurden als spezielle Kollektionen erstellt. Also man sieht inhaltlich, mengenmäßig sind die Ziele mehr als erreicht. Das Ziel, Know-how für Digitalisierung zu entwickeln, wurde ebenfalls erreicht bis übertroffen.
Alle beteiligten Bibliotheken haben zusätzlich zum Projekt in Hardware investiert und haben zum Teil richtiggehende Digitalisierungszentren aufgebaut und das dann auf eigene Kosten. Also das Projekt hat nur einen kleinen Anschub geboten, einen Scanner und der Scanroboter wurde in einigen Bibliotheken angeschafft, aber alle anderen wurden auf eigene Kosten der Bibliotheken investiert. Also wie zum Beispiel hier fürs Digitalisierungszentrum der ETH-Bibliothek in einem Bild von 2015. Nicht nur Infrastruktur, sondern auch das Know-how wurde aufgebaut. Es besteht heute eine große Erfahrung und die wurde dann auch in einer Publikation Best Practices Digitalisierung mit der Allgemeinheit geteilt. Also man hat hier auch andere Bibliotheken konnten von diesem Know-how-Aufbau profitieren. Das Ziel der Kooperation wurde ebenfalls erreicht und dann auch übertroffen. Hier sind jetzt 24 Bibliotheken genannt, die ihre Inhalte über ERARA publizieren. Das sind Spezialsammlungen, das sind Universitäts-, Kantonsbibliotheken mit Altbestand. Also heute ist das für Schweizer Bibliotheken ganz klar die Adresse, wo man alte Drucke publiziert und wo man dann eben auch davon profitiert, dass es ein solches thematisches Angebot gibt. Ich kann vielleicht noch ganz kurz hier den Blick auf die ZKB Luzern lenken. Wir haben erst im letzten Jahr 2020 die Vereinbarung abgeschlossen, endlich ERARA beizutreten. Zum Glück ist mir das noch gelungen, solange ich im Amt war. Und ich kann sagen, aus Sicht einer mittleren Bibliothek, die keine eigene Infrastruktur aufgebaut hat, ist es ein sehr, sehr attraktives Angebot ERARA, sowohl wenn man eben hier auf dieser Infrastruktur digitalisieren lässt, wie auch wenn man diese Inhalte hier aufschalten und hosten lässt. Das führt uns zum Ziel der Nachhaltigkeit, das auch erreicht wurde. Nur schon diese 24 Bibliotheken zeigen, dass da eine ständige Nachfrage besteht und dass es lebt, dieses Angebot. Man hat in einer zweiten Projektphase ein Business-Kostenmodell entwickelt und dann auch verabschiedet, um eben diese den langfristigen Betrieb sicherzustellen. Und dieser Betrieb wird von den beteiligten Bibliotheken finanziert. Ich habe hier von der Homepage den Preis genommen für ein Buch pro Jahr rund 1,50 Franken. Das ist ein sehr fairer Preis, der dadurch zustande kommt, dass man eben von Skaleneffekten profitieren kann und dass auch die Erfahrung da ist, so einen Betrieb kostengünstig, effizient zu betreiben. Verantwortlich ist nach wie vor, wir haben es schon gehört, die ETH-Bibliothek. Und ich kann da sagen, dass für dieses Projekt oder für dieses Angebot eben die Anschubfinanzierung zwar essentiell war, ohne diese Anschubfinanzierung hätte es das Projekt so nicht gegeben, hätte es diese Plattform vermutlich nicht gegeben, aber entscheidend für den Erfolg und für den nachhaltigen Betrieb war dann das Eigeninteresse der Bibliotheken und die Bereitschaft, diese Plattform weiter zu finanzieren und eben auch langfristig zu tragen. Es gab noch einen Nebeneffekt. Der war nicht bezweckt, aber doch ein nützlicher Nebeneffekt. Es wurde klar, dass wir in diesem Projekt die Inhalte, die Metadaten nicht doppelt erfassen wollen, sondern dass die Metadaten aus den bestehenden Bibliothekskatalogen importiert werden sollen. Das bedeutete aber auch, dass alle Titel, die digitalisiert werden sollten, im Bibliothekskatalog erfasst waren. Und das war noch lange nicht der Fall. Und so hat das Projekt ERARA diese Katalogisierung der alten Drucke beschleunigt. Und als Nebeneffekt wurde dann erreicht, dass erstmals alle Schweizer Drucke des 16. Jahrhunderts bibliografisch erfasst waren. Also so eine klassische Bibliotheksarbeit wurde im Prinzip durch dieses Projekt angestoßen und quasi dann eben auch abgeschlossen. Und auch dieser Nachweis ist schon eine wichtige Grundlage für die Forschung, dass eben zu sehen, dass man die Drucke findet und mit ERARA dann auch noch digital abrufen kann. Aber das Erschließen ist jeweils die erste Stufe. Das Ziel der erhöhten Sichtbarkeit, Sie ahnen es, auch das wurde erreicht. Die Zugriffe auf die Plattform waren von Beginn weg hoch. Ich komme nachher zu den Nutzungszahlen selber. Neben dem wachsenden Angebot waren auch die
zusätzlichen Funktionen oder Rahmenbedingungen, die verbessert wurden, ein Grund für diese ständige Zunahme. Ein Boost erlebte die Nutzung durch die Einführung der Open Data Policy. Man hat also in 2016 auf eine offene Lizenz, auf eine CC BY SA Lizenz umgestellt. Und das hat dann eine erleichterte Nutzung gebracht. Blick zurück. Als wir begonnen haben, hatte ERARA noch eingeschränkte Nutzungsbedingungen. Und zwar haben wir Bibliotheken damals gedacht, wir möchten doch die Hoheit über die Daten nicht komplett aus den Händen geben und haben da gesagt, ja, für wissenschaftliche Nutzung zugelassen, gerne Informationen an die Bibliothek und so. Und wir waren da ganz erstaunt, dass die Aktivistinnen und Aktivisten der digitalen Allmend sich beschwert haben, dass diese Daten nicht Public Domain seien. Die müssten doch Public Domain sein. Und so haben wir dann zuerst gestaunt und wir mussten zuerst noch gewisse Erfahrungen sammeln, vor allem auch im Bildarchiv der ETH-Bibliothek mit Open Data, bis das dann auch in ERARA umgesetzt werden konnte. Sehr zum Nutzen der Forschung. Ich denke, wir werden später noch darüber sprechen können. Weitere Attraktivität hat das Angebot durch die Einführung der Volltexterkennung gewonnen. OCR seit 2017. Diese Erweiterung wurde ebenfalls gefördert von Programm SUG-P2. Und in mehreren Phasen wurde die ganze Oberfläche redesigned. Wir haben das auch schon gehört. Die neueste Version ist seit letztem Jahr in Betrieb. Auf der Grundlage von Usability-Tests hat man hier jetzt eine auch mobilfreundliche Oberfläche geschaffen. Auch das steigert die Attraktivität natürlich. Das führt dann dazu, dass wir, wenn wir die Nutzungszahlen anschauen, sehen, dass von den jetzt bescheidenen aus heutiger Sicht 200.000 rund Visits auf die Plattform im Jahr 2010 ist das kontinuierlich gestiegen auf im letzten Jahr 2,9 Millionen Visits auf der Plattform. Wenn man noch die Page-Views zählen möchte, aber das ist dann wieder etwas eine heiklere Geschichte, die Visits geben doch einen zuverlässigen Indikator, wie viele Menschen sich für diese Plattform interessieren und sich da einwählen und sich rumschauen, einzelne oder mehrere Dokumente anschauen. Die Page-Views würden dann zählen, wie viele Aufrufe von Seiten erfolgt sind. Und die wären bei 56 Millionen gewesen im letzten Jahr. Auch das eine schwindelerregende Zahl. Ein wichtiges Thema für den Erfolg ist die Interoperabilität. Die wurde durch die offene Schnittstelle geschaffen mal. Und das bedeutet, dass eben diese Inhalte auch von Suchmaschinen wie Base oder von Google indexiert werden und dass sie in anderen Plattformen wie zum Beispiel Gallica genutzt werden. Man sieht beispielsweise bei einer Google-Suche nach einem Titel werden Einträge direkt aufgelistet und man kann über die DOI auch direkt aufs Digitalisat zugreifen oder sie erscheinen dann in der Bibliotheksrecherche in Swisscovery. Man kann dort auch suchen und wenn man weiß, wie, findet man sie tatsächlich. Hier sind zwei Beispiele, wie Titel in Swisscovery angezeigt werden, Open Access, online verfügbar, gerade mit dem Link zu ERARA zum Eintrag. Ein zweiter Aspekt der Interoperabilität ist das neu eingeführte IIIF-Manifest. Auch das werden wir bestimmt in der Podiumsdiskussion dann noch besprechen. Dieses Format führt zu einer zusätzlichen Plattformunabhängigkeit und ich blicke gerade auf den Clamhack vom letzten Wochenende zurück. Ich habe auf Twitter hier diese Meldung gefunden, dass eben mit dem über das IIIF-Manifest Bilder aus einem auf ERARA publizierten Buch auf eine aktuelle Karte von Ägypten gematcht werden konnten. Also solche Möglichkeiten bieten sich dann durch die offenen Schnittstellen und diese Formate. Es gab neben viel Wohlwollen auch mal ziemlich klare Kritik an dieser Plattform, also nicht nur an ERARA. Im Programm Wissenschaftliche Information von Swiss Universities wurde 2015 eine Strategie veröffentlicht mit der Devise From Silos to Strata. Also von den Silos, als Silos wurden eben diese Plattformen wie ERARA oder eManuscripta bezeichnet, die quasi isolierte Lösungen seien.
mit eingeschränkter Offenheit, eingeschränkter Interoperabilität. Und die sollten strategisch ersetzt werden durch ein Schichtenmodell, wo dann eben die Softwares aufgelöst sind und man eine Schicht hat für die Speicherung, eine Schicht für die Fachdienste und die offenen Schnittstellen. Das war so das Konzept. Und die Betreiber der Plattformen fanden sich da nicht so gerecht behandelt, dass sie als Silos bezeichnet wurden. Wir konnten dann von der Fachschule Graubünden aus eine Untersuchung durchführen und haben diese Plattformen analysiert. Und wir konnten da zeigen, dass diese Plattformen, diese medienspezifischen Plattformen, durchaus eine Berechtigung und Vorteile haben. Zentral war und ist die Weiterentwicklung, die Öffnung über die Schnittstellen, der Einsatz offener Formate, die damals gerade im Gang war und weiterhin auch angestrebt wird. Was aber klar ist, jetzt nicht informationsarchitektonisch, sondern vom Betrieb her, ein Erfolgsfaktor der Modelle, wie wir sie eben mit ERARA haben, ist, dass die Trägerschaft klar ist. Es gibt eine Trägerschaft, die Bibliothekscommunity, die diese Plattform langfristig betreibt. Und das ist ganz wichtig. Genau, ich schaue kurz auf die Uhr. Ich habe gedacht, ich zeige noch kurz, ich zeige kurz die Plattform ERARA mit ihren wichtigsten Funktionalitäten, damit das vielleicht auch als Rahmen für die anschließende Podiumsdiskussion klar ist, wovon wir eigentlich sprechen. Also jetzt das neueste Design seit letztem Jahr sieht ganz anders aus, aber die Funktionen sind die bewährten, wie wir sie kennen. Wir haben drei verschiedene Ansichten. Hier die Titelansicht mit Verlinkungen auch in Richtung Wikipedia und der GND. Also die Normdaten sind mit der GND verlinkt und es gibt eine Suche in Wikipedia zu den Autoren zum Beispiel. Das andere, die Impressum, die Angaben sind klar. Was dann noch weiterkommt, der Link zum Original, besitzende Institution. Also man kann dort dann schauen, von welchem Original dieses Digitalisat stammt. Es gibt die DOI, damit eben langfristig auf diesen Link, dass die Datei zugänglich ist. Also der langfristige Zugriff wird hier gesichert. Es gibt einen Download-PDF-Link. Hier wird das ganze Dokument als PDF bereitgestellt und auch neueren Datums der Export in RIS. Das ist ein bibliografisches Format. Man kann also dann den Eintrag gleich in seine Literaturdatenbank übernehmen. Social Media Link gibt es und hier das IIIF Manifest, das eben für die Integration in andere Plattformen oder in Anwendungen eine zentrale Rolle spielt. Hier der zweite Reiter, die Inhaltsansicht. Hier sehen wir eigentlich nur, aber das ist nicht ganz ohne, die Struktur des Buches. Das ist eine Spezialität der bibliothekarischen Angebote. Wir kennen das von E-Periodika auch. Die Texte werden nicht einfach flach als einen Text ohne Struktur erfasst, sondern beim Digitalisieren werden die Kapiteltitel erfasst. Wenn es Sammelbände sind, ist das natürlich extrem hilfreich, wenn hier Zwischentitel oder eben einzelne Absätze, Kapitel beschrieben sind. Man kann auch diese als ganzes PDF herunterladen und gleich direkt ansteuern. Bei der Seitenansicht haben wir hier die Sicht, jetzt muss ich schnell beiseite schieben, mit der Seite, also hier kann man blättern, man kann auf eine Vollansicht gehen, Informationen abrufen. Unten an der Seite, hier findet sich dann dieses Symbol, da kann ich noch die Seitenübersicht einblenden, also eine Übersicht mit Vorschaubildern, die eignet sich sehr gut zum Navigieren. Also wenn ich da zum Beispiel eine Illustration suche, kann ich sie direkt ansteuern und dorthin gehen. Zoomen, man kann ins Dokument reinzoomen. Die Auflösung, die hier präsentiert wird, ist weboptimiert. Das ist nicht das Original. Der Originalscan geht also ins Archiv. Die Langzeitarchivierung wird aber nicht über ERARA angeboten. Da muss jede beteiligte Bibliothek selber fürs
sichere Abspeichern, Archivieren der Dateien sorgen. Die Metadaten werden allerdings als entsprechende Kapsel ausgeliefert. Also ERA stellt das bereit, aber für das eigentliche Speichern muss man sich dann selber kümmern. Was man hier herunterladen kann, sind verschiedene Auflösungen von Bildern. Die Qualität, die gezeigt wird, die genügt für viele Ansprüche. Wenn Sie einen hochwertigen Druck machen wollen, müssen Sie sich direkt an die Bibliothek wenden, die dann die entsprechende Qualität liefern kann. Das war das, was ich zeigen wollte an Funktionalitäten, und ich komme bereits zu meinem Fazit. Zunächst einmal, die Nutzung übertrifft die ursprünglichen Erwartungen bei weitem. 2,9 Millionen Visits hätten wir uns nie erträumen können. Jedenfalls, die Sichtbarkeit ist sehr hoch, auch dank der offenen Lizenzen und der offenen Schnittstellen erreicht man ein sehr breites Publikum. Ich kann sagen, dass die Anschubfinanzierung nötig war. Ohne die gäbe es ERARA nicht, aber getragen wird ERARA nun und dauerhaft von den beteiligten Bibliotheken. Die Zusammenarbeit war äußerst erfolgreich. Also auch hier, Zusammenarbeit macht Projekte manchmal etwas komplizierter, aber im Falle von ERARA war also der Mehrwert bedeutend größer als die gesteigerte Komplexität durch die Partner. ERARA hat in vielen Bibliotheken einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Es sind mehrere Digitalisierungszentren entstanden und auch die kleineren Bibliotheken, auch die kleinen Schweizer Bibliotheken profitieren von der Erfahrung der Beteiligten der größeren Bibliotheken und von der Plattform. Und wer hätte das gedacht, als wir die Idee damals im Sommer 2007 hatten und relativ kurzfristig zu einem Projektantrag umformulieren mussten? Ein Projektantrag, der dann übrigens das Projektteam die ganzen Jahre begleitet hat, und weil er doch relativ kurzfristig entstanden ist, konnte ich natürlich nicht alles voraussehen, aber der Rahmen, vor allem der finanzielle Rahmen, war dann halt von Anfang an so gesetzt. Aber es hat funktioniert, wie Figura zeigt. Und entscheidend ist für das Ganze, dass es eben erfolgreich war, wie ich schon gesagt habe, die Eigeninteressen der Bibliotheken. Also, da ist ein starker Partner, der selber interessiert ist, der den nachhaltigen Betrieb besorgt und für die Dauerhaftigkeit der Plattform garantiert. Sicher wichtig auch die stabile Trägerschaft und die klare Verantwortlichkeit bei einer Institution. Also herzlichen Dank nochmal an die ETH-Bibliothek, dass sie das trägt seit Beginn weg. Und natürlich auch entscheidend das qualitativ hochwertige Produkt, die Plattform und die relevanten Inhalte. Also kann ich abschließend meine etwas rhetorische Frage, ist ERARA eine Erfolgsgeschichte, durchaus mit einem überzeugten Ja beantworten. Mir bleibt auch, wie schon eingangs, noch der Dank bei allen Beteiligten. Ich habe mir so vorgestellt, dass jetzt hier wie so bei einem Blockbuster die vermutlich 200-300 Mitarbeiter auflisten könnten, die sich da aktiv eingebracht haben. Hier sind es einfach jetzt mal summarisch Mitarbeitende aus allen beteiligten Bibliotheken, die zum Gelingen des Projekts und jetzt zum weiteren Betrieb beigetragen haben. Herzlichen Dank an die Beteiligten und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Rudi, für diesen spannenden und ausführlichen Rückblick auf ERARA und auch den Einblick in die Funktionalitäten, für die, die das Produkt vielleicht nicht so gut kennen aus der eigenen Erfahrung, und auch für deine Analysen der Erfolgsfaktoren, auf die wir sicher dann noch im Verlauf des Panels zu sprechen kommen werden. Ich stelle nun das Panel sehr gerne vor. Zuerst begrüße ich jetzt zu Rudolf Umenthaler hinzu Sonja Gasser.
Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Digital Humanities Professur an der Universität Bern. Dort forscht sie zur Frage, wie digitale Kollektionen mit modernen Mitteln visualisiert und kommuniziert werden können. Und mit diesem umfassenden Themenfeld beschäftigt sie sich vor allem aus der Perspektive der Kunstgeschichte und der entsprechenden Praxis schon länger. Unter anderem auf früheren Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Grafischen Sammlung des Kunsthauses Zürich oder als Projektverantwortliche von Archives on the Move, einem Kooperationsprojekt zwischen dem Digital Humanities Lab der Universität Basel und der Kunsthalle Basel. Weiter begrüße ich auf dem Podium ganz herzlich Tobias Hodl. Tobias Hodl ist seit 2019 Inhaber der vorhin erwähnten Professur für Digital Humanities an der Universität Bern. Vor seinem Wechsel nach Bern war er in Zürich tätig, zum einen als Vertreter des Staatsarchivs Zürich im bekannten EU-Projekt READ, das für Recognition and Enrichment of Archival Documents steht, das die automatisierte Handschriftenerkennung prägte. Zum anderen war er an der Uni Zürich tätig als Koordinator des E-Learning-Projekts Adfontes sowie des digitalen Editionsprojekts Königsfelden. Last but not least heiße ich Julia Remy in der Runde willkommen. Julia Remy ist seit wenigen Monaten als Doktorand am Digital Humanities Lab der Universität Basel tätig. Davor war er 4 Jahre lang Forschungs- und Lehrassistent an der Haute École de Gestion de Genève in der Abteilung Informationswissenschaft. Ein besonderes Anliegen ist Julia Remy die Nutzung und Weiterentwicklung von IIIF, dem International Image Interoperability Framework, das die Nutzung von Digitalisaten, Rudi Mumenthal hat es schon ausgeführt, über verschiedene Quellsysteme hinweg ermöglicht. Wie eingangs kurz erwähnt, ist nur noch ein Hinweis ans Publikum, nehmen wir für den letzten Teil der Diskussion gerne Fragen entgegen. Bitte nutzen Sie zu diesem Zweck die Q&A-Funktion hier auf Zoom. Zunächst aber und im Anschluss an den Input von Rudi Mumenthaler gerne die Frage jetzt an die Panelists. Und zwar interessiert es mich jetzt als erste Näherung mal, welche Rolle eigentlich in eurer Arbeit ERARA oder auch andere große Digitalisierungsplattformen und digitalisierte Inhalte generell aus Bibliotheken und anderen Institutionen für euch eine Rolle spielen in der Forschung, aber auch in der Lehre. Wie sieht das zum Beispiel bei dir aus, Tobias? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier zu beteiligen. Und ich glaube, ich sollte nicht anfangen, ohne dass ich zuerst dem ganzen Unternehmen ganz herzlich zum langjährigen Bestehen gratuliere. 10 Jahre sind in Internetjahren gerechnet, eine unendlich lange Zeit und eine Unzahl von auf- und vergangenen Plattformen bezeugen das eigentlich. Und der Nutzen von ERARA und anderen Plattformen ist gerade in dieser pandemischen Situation, glaube ich, fast nicht mehr zu überschätzen. Das haben wir alle wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schätzen gelernt. In dem Sinne Gratulation zum Erreichten und auf die nächsten Jahrzehnte hoffentlich. Nun, zur Rolle von ERARA. Es sind, glaube ich, 3 Punkte, die mich besonders die ich hervorheben möchte. Das eine ist die Materialsammlung. Man hat historische Buchdrucke at your fingertips. Also wenn irgendwelche Studierenden zu Drucken arbeiten möchten, dann hat man praktisch den direkten Weg zu ERARA und hat da dann eigentlich hochwertige Metadaten und auch sehr gute Digitalisate zur Verfügung. Das ist dann nämlich auch das Zweite, die Vorbildfunktion als Infrastruktur mit technischer Umsetzung. Eben, und da ist es extrem wichtig, dass man mit Metadaten brilliert und nicht einfach nur, wie das bei Google Books häufig aufzufinden ist, zufällig extrahierte Daten da bereitstellt, die nichts damit zu tun haben, mit dem, was da eigentlich digitalisiert vorliegt. Und gleichzeitig muss das Ganze natürlich auch einfach bedienbar sein. Und das führt mich dann so ein bisschen zum dritten Aspekt. Das ist nämlich, ERARA ist ein wunderbares Studienobjekt. Daran lässt sich nachvollziehen, welche Erwartungen an digitale Plattformen bestehen und was denn eigentlich mit digitalisierten Objekten gemacht werden kann. In dem Sinne ist ERARA selbst sowas wie eine digitale Inkunabel unter all den Inkunabeln etwa des 16. Jahrhunderts, die man auf der Plattform findet. Alles klar, wunderbar. ERARA selbst, das Selbstgegenstand der Forschung oder der Wissenschaftsgeschichte, ein ganz spannender Aspekt. Herzlichen Dank. Wie sieht es bei dir aus, Sonja? Du bist noch auf stumm geschaltet, Entschuldigung. Mit ERARA direkt hatte ich eigentlich nichts groß zu tun in den letzten Jahren, weil ich mich halt hauptsächlich auf die digitalen Sammlungen von den Kunstmuseen
ja, fokussiert habe. Und ich fand es jetzt aber extrem spannend, die beiden Einblicke von Andreas Kirstein und auch von Rudi Mumenthaler zu haben, wo man halt wirklich sieht, was im technologischen Bereich möglich ist. Und letzten Endes muss ich eigentlich sagen, ja, genau das will ich auch für die digitalen Sammlungen von den Kunstmuseen haben. Und vielleicht eben so zum Unterschied, sehr oft ist es dort halt so, dass man einfach die Einträge hat mit einem Bild und dann gibt es die, ja, die Angaben dazu, die Metadaten. Und ich finde es auch noch interessant, weil letztens wurde gerade angekündigt, dass der Louvre seine Sammlung aufgeschaltet oder neu aufgeschaltet hat und auch so Louvre Lens und einfach so die Filialmuseen, die es dazu noch gibt, sind da auch auf der Plattform drauf. Und ich bin dann kurz raufgegangen und habe das angeschaut. Und eben was ich dann immer ein bisschen schaue, ist auch, ja, wie kann ich überhaupt damit arbeiten? Also habe ich die Möglichkeit, Bilder herunterzuladen? Das geht in dem Fall. Aber kann ich das zum Beispiel auch für mehrere Werke machen oder ist das dann nur auf Werkebene? Und da ja, stellt sich dann heraus, es ist auf Werkebene. Und man kann dann auch ein Werkdatenblatt letzten Endes herunterladen, wo man alle Informationen hat. Aber ja, man hat dann einfach die Angaben zu einem Werk, das in einem PDF drin irgendwie formatiert. Und wenn man aber das Interesse hat, direkt mit den Daten arbeiten zu können, hat man eigentlich nicht die Möglichkeit, eine Tabelle herunterzuladen oder ja, vielleicht über ein API sogar direkt darauf zuzugreifen. Und eben von daher finde ich, sollte eigentlich so im Jahr 2021 eine digitale Sammlung wirklich ein, also natürlich einerseits so einen generellen Zugriff geben auf die Inhalte, wo man einfach so wie in einem ja, Werkkatalog das mal anschauen kann, aber eben halt auch eine API anbieten, gutes Bildmaterial angeben, was die Lizenzen sind, dass man es auch nutzen kann. Was kommt noch dazu? Ja, und eben vielleicht auch mit IIIF arbeitet, weil das halt wirklich sehr flexibel ist und viele Möglichkeiten bietet. Ganz herzlichen Dank, Sonja, für diese interessanten Aspekte. Und wie sieht es bei dir aus, Julien? Welche Rolle spielen für dich digitale Plattformen in deinem beruflichen Alltag? Also zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist meine erste Podiumsdiskussion als Teilnehmer. Unsere Vereinfahrung ist sehr auf Deutsch. Also ich bin in dieser Diskussion natürlich sehr voreingenommen, dass da ich zunächst im Bereich Informationswissenschaft studiert und gearbeitet habe und mich dann als Folge davon zu den Digital Humanities orientiert habe und nicht andersherum. Außerdem würden Sie sehen, dass ich ziemlich also viel über Triple sprechen würde. Aber ja, Plattformen wie Errara, MScript oder die Codices sind schon aufgrund der Qualität der Digitalisierung und die Struktur und auch der Metadaten wichtige Zugangspunkte für die Forschung, würde ich sagen. Aber es ist auch eine Gelegenheit zu sagen, dass Stärke in Zahlen liegt und dass es besser ist, wenn Bibliotheken oder Archive zusammenarbeiten, um Digitalisate zu publizieren. Aber es ist auch sozusagen eine Garantie für die Persistenz von Daten. Also die, diese Nachhaltigkeit, der Aspekt der Nachhaltigkeit, der ja auch von Rudi Mumenthaler schon betont wurde, das würdest du auch sagen, das ist ein zentraler Aspekt jetzt der, der Plattformen, die eben von Institutionen getragen werden. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Okay, genau. Dann würde ich gerne wie ein Stichwort aufgreifen, das jetzt an vielen Stellen schon gefallen ist, nämlich das Stichwort der Interoperabilität. Das hat Sonja schon angesprochen, es wurde schon IIIF wurde erwähnt. In deiner Arbeit, Tobias, wie sieht das aus? Also ist diese Vielzahl von Plattformen eigentlich, die es heutzutage gibt, ist das Problem dadurch gelöst, dass wir Richtung eben offene Schnittstellen gehen? Ist das aus deiner Sicht auch für die Forschung der bessere Weg als der Versuch, irgendwie wie auf immer noch größeren Aggregationsstufen mehr Inhalte zusammenzufassen? Oder wie ist da deine Ansicht? Ich sehe einen wahnsinnigen Vorteil in der Interoperabilität, aber gleichzeitig auch eine gewisse Gefahr. Ich glaube, wir beginnen besser mal bei den Vorteilen. Also das Schöne ist, dass ich heute eigentlich Studierenden die Nutzung von OAI, PMH
beibringen kann. Und dadurch sind sie dann befähigt, von ganz unterschiedlichen Archiven, Bibliotheken, da ihre Datensätze, vor allem basierend jetzt auf Metadaten, sich runterzuziehen. Oder ich zeige eigentlich einmal, wie IIIF funktioniert mit der ganzen URL-Adressierbarkeit und bekomme danach Arbeiten von Leuten, die sich dann ihr Material aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenführen. Das ist der wahnsinnig große Vorteil daran. Der Nachteil, den ich im Moment immer noch sehe, ist, dass wir das auf einer sehr granular, vielleicht noch unbefriedigenden Flughöhe betreiben. Das heißt, bis jetzt ist es eigentlich möglich, ganze Bildseiten da runterzuladen. Aber im Endeffekt verstehe ich mich immer noch stark als Textarbeiter oder als Interessierter an den ganzen textuellen Daten, gerade auch auf ERAR und OCR ist dann erst der Anfang. Aber wirklich tief geht es dann, wenn wir es schaffen, Ontologien zu definieren, die eben dann nicht auf der Stufe des Bildes stehen bleiben, sondern die weitergehen. Die es schaffen, dass wir Texte miteinander verknüpfen können. Und da wird Linked Open Data eine ganz wichtige Rolle dabei spielen. Gleichzeitig ist es aber nicht ganz so einfach zu definieren, was denn eigentlich so ein Text überhaupt ist. Wenn man das Werk von Patrick Sahle sich anschaut zu den digitalen Editionsformen, das sind 3 Bände, 2000 Seiten ungefähr, da lässt er sich auf mehreren 100 Seiten darüber aus, dass es eben ziemlich unterschiedlich ist, was man unter Text verstehen kann. Das heißt, bis sich die Forschung da mal auf ein paar Dinge geeignet hat, werden wir immer noch auf einem recht oberflächlichen Niveau bleiben. Und ich glaube, unser Ziel muss es aber sein, dass sich eben in ERAR praktisch einen einzelnen Satz von, ich weiß nicht mehr, welche Beispiele wir angeschaut haben, ich nehme jetzt irgendeinen Zürcher Gelehrten, wenn wir da von Bullinger irgendetwas daraus zitieren wollen. Und dann wird es dann interessant, dann zu schauen, wo hat das Bullinger eigentlich her? Der bezieht sich dann vielleicht auf Augustin oder jemand anderen Gelehrten und dass man dann diese Netzwerke aufzeigen kann. Das ist eigentlich das, was uns ja das, was wir eigentlich aus der Wissenschaftsgeschichte und aus der Wissensgeschichte die ganze Zeit sehen, Wissen entsteht aus Netzwerken und dieses Abbilden von den Netzwerken, ich glaube, das wird extrem spannend, aber die Hürde dazu ist noch relativ hoch. Das heißt, wir sind jetzt im Moment eigentlich, dass wir sagen, na, okay, diese Einheiten, Metadaten, das wer jetzt da so die Autorin oder der Autor ist, das können wir irgendwie sinnvoll definieren, aber dass man das dann fein granularer macht, dass wir uns dann überlegen, okay, was ist denn eigentlich, was macht dann so ein Satz aus? Das wird dann noch die Challenge sein, glaube ich. Und genau. Könnte das aus deiner Sicht auch so ein künftiges auch Kooperationsfeld sein zwischen Institutionen und der Forschung? Weil ich glaube so, man kann ja sagen, okay, wir haben jetzt x Millionen Seiten in ERAR drin und in anderen Plattformen, Hunderttausende von Digitalisaten, dass man jetzt sagt, okay, wie können wir mit diesem großen Fundus mehr machen und ihn besser aufbereiten, sodass er auch mit digitalen Methoden besser genutzt werden kann? Das wäre so ein Feld aus deiner Sicht. Absolut, ja, das ist total zentral. Also dazu brauchen wir dann praktisch Schnittstellen, um direkt auf die Texte zu können, dass wir dann auch die Zitierfähigkeit haben, dass ich weiß, das ist jetzt eben von Seite X, vielleicht sogar noch die Koordinaten, wo sich dieses Objekt befindet und dann wird es interessant und das, also der Clou dahinter ist natürlich, dass man dann mit Linked Data praktisch noch Ontologien generieren kann, die auch so etwas wie Machine Reasoning erlauben. Das heißt, die Maschine kann dann auch überprüfen, sind denn diese Statements, die gemacht werden, überhaupt möglich? Also kann das überhaupt sein? Und ich glaube, da hat es doch enorm viel Potenzial, aber eben das wird noch ein Moment Aushandlungsprozess dauern. Also das wäre dann was für die 20-Jahres-Feier. Genau. Genau. Ist das etwas, eine Entwicklung, die auch IIIF im Auge hat, Julien? Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel mit die DOI. Also es gibt zwar DOIs, aber wie sieht es mit der Persistenz der verschiedenen Bilder aus? Sind wir sicher, dass diese URLs dauerhaft sind. Und ich denke, dass die IIIF Image API bei der Identifizierung eines Bildabschnitts hilft und dass diese URLs auch persistent werden sollten. Das heißt, dass sie ein PID auf einer präzisen Granularitätsebene haben. Und das ist auch möglich, zum Beispiel Gallica macht das, also ohne IIIF, aber auch mit IIIF. Es gibt also diese zwei. Okay. Ist das auch ein Wunsch in deinem Forschungsbereich, Sonja, im Bereich der Kunstgeschichte, die Referenzierung von einzelnen Teilen, vielleicht auch in Kunstwerken, oder? Ja, das ist sicher interessant und man kann sich wirklich auch überlegen, es gibt einerseits die Sammlungen oder die Plattformen wie ERARA, wo die Inhalte drin sind und dann gibt es die Forschenden, die
sehr viel Wissen auch zusammensammeln und dann ja, wird vielleicht irgendwie ein Artikel geschrieben oder die Person macht irgendwie selbst eine Anwendung und ist dann ganz an einem anderen Ort. Und da kann man sich auch überlegen, eben wie schafft man das Ganze irgendwie zusammenzubringen. Das hat, wenn jemand auf Erara geht beispielsweise, sieht, aha, da hat mal eine Person schon mal das dazu gemacht und dann eigentlich wie dorthin direkt auch verwiesen wird. Oder einfach, dass man auch merkt, eben wo gibt es schon gewisse Zusammenhänge auch, weil das jemand anderer schon erforscht hat. Und ist das etwas, das Forscherinnen und Forscher auch wirklich zugänglich machen wollen oder würden? Oder ist das, ist das eher etwas, das vielleicht mal irgendwie erstmal in der Hinterhand behalten wird und dann vielleicht zu Projektende dann eingespiesen werden könnte? Oder wie schätzt du das ein? Es kommt sehr darauf an. Also wenn es irgendwie ein Forschungsprojekt ist, wo man etwas macht, und dann ist es vielleicht recht lange in der Hinterhand, aber letzten Endes, eben wenn das ein digitales Projekt ist, stellt sich ja auch wieder die Frage der Langzeitarchivierung, wenn das Projekt zu Ende ist. Und dann muss es ja auch irgendwo, oder sollte es zumindest, irgendwo dann hochgeladen werden. Und ja, dann kann man ja zum Beispiel die Verknüpfungen herstellen und sieht, aha, ja genau, wenn ich jetzt mir das anschaue, dann kommt das Bild ursprünglich von Erara her und da kann ich mir hinwechseln. Und wenn ich dann dort bin, habe ich wieder die Quellinformationen von der Bibliothek selbst, die das Digitalisat zur Verfügung stellt. Wäre das aus deiner Sicht auch ein Bedürfnis, Tobias, also dieses nähere Zusammenwachsen zwischen, sagen wir mal, digitalen Plattformen oder Plattformen mit digitalen Inhalten und Forschungsergebnissen? Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt nötig. Ich glaube, über diese Interoperabilität und die ganzen Schnittstellen sind wir schon so nah dran, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, ob ich jetzt meine Resultate auf GitHub, bei einem institutionellen Repositorium oder wo auch immer publiziere. Ich glaube, wichtig ist die Dokumentation und was mir immer noch vorschwebt, und das zieht eigentlich IIIF auch bereits vor, sind so etwas wie Web Annotations. Das heißt, dass eigentlich eine Mitteilung gesendet wird, wenn zum Beispiel ein Dokument in einer anderen Anwendung genutzt wird. Das heißt, das sind praktisch die Host-Institutionen, das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich technisch gesehen Erara, also die ETH-Bibliothek, dass da eigentlich eine Mitteilung kommt und sagt, dieser Band, diese Seiten werden auf diesen Seiten wiedergegeben. Das heißt, dass man da praktisch das Netz auch in die unterschiedliche Richtung denken kann. Ich würde sagen, das wäre ist bereits ausreichend, wenn man sie in die Richtung erweitert. Ich glaube, dann ist es gar nicht mehr unbedingt nötig, dass man jetzt so diese allumfassend zentralisierte Plattform für alles schafft. Das ist sowieso das, was ich schon länger, ich erlaube mir das da so ein bisschen in die Nachhaltigkeitsrichtung nochmal zurückzugehen, was man sich schon immer fragt, oder? Wir haben mit Erara sozusagen diesen Mercedes der Schweizer Bibliotheken, oder ich weiß nicht, was das Lieblingsauto der Zuschauerinnen und Zuschauer ist. Also das heißt, wir haben so wie dieses glänzende Ding, und gleichzeitig merkt man ja, die Einzelteile kommen dann aus Basel, Bern, Zürich, Genf und so weiter und werden da zusammengesetzt. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn dann plötzlich mal Bern das Geld ausgeht und das heißt, ja, die zwei Räder fallen jetzt mal ab. Also ist dann diese Nachhaltigkeit in der Zentralisierung vielleicht auch wieder ein Risiko, weil ich fand das total interessant im Vortrag von Rudolf Muthaler, dass sozusagen das Kooperative als Erfolgsmodell verkauft wird. Und ich sehe das, also ich unterstütze das total. Ich versuche so ein bisschen als Advocatus Diaboli mir auch zu fragen, ist das nicht auch sozusagen ein Problem oder so ein Risiko, dass man damit eingeht. Und theoretisch könnte man ja sagen, ja, Erara lässt sich eigentlich dezentral jetzt aufbauen. Wir können das in Basel, kann seine eigenen Dokumente hosten und das wird dann sozusagen auf einer fiktiven und ganz dünnen Plattform Erara in Zürich noch zusammengezogen. Das ist dann relativ billig und ist dann auch so ein bisschen nach 5 Jahren schmeißen wir die Plattform weg und nehmen die nächste, weil wir haben ja praktisch diese einzelnen Bibliotheken, die das selber publizieren können, dann wird es darauf zusammengezogen. Aber mir ist bewusst, also ich sehe die Vorteile, ich will das nur ein bisschen. Was würdest du dazu sagen, Rudi? Also noch mehr Silos und eine ganz dünne Strata oben drüber, die man ab und zu mal austauscht? Ja, es sind so zwei Aspekte, oder? Der informationsarchitektonische, der spricht schon eher für ein dezentrales Modell mit möglichst wenig spezifischen Funktionen, sondern wirklich so diese 3-4 Ebenen, die man gut organisiert, aber der betriebswirtschaftliche quasi, das
es hat sich einfach gezeigt, dass die Plattformen, die sind stabil und die werden weiterentwickelt. Das wollte ich vor allem auch noch anmerken, fällt mir auch auf eure Rückmeldungen hin. OCR-Erkennung, oder? Das ist seit 2017 erst. Also das hat eine Weile gedauert, bis man dahin kam. Das waren wieder Investitionen, die nötig waren. Der nächste Schritt dauert dann auch nochmal. Also man hat eine sehr langfristige Perspektive drin. Eigentlich, also wenn man eben auch vergleicht wissenschaftshistorisch mit den Anfängen von ERARA, da war noch nicht lange nicht alles drin, eben von den Lizenzen über die Funktionen. Dieser langfristige Aspekt in der Weiterentwicklung scheint mir eben durch Bibliotheken, die ein großes eigenes Interesse haben, am besten gewährleistet. Also, und das übersteuert für mich dann eigentlich den technischen Aspekt. Und man sagt, ja, eigentlich, wenn wir jetzt da auf der grünen Wiese neu beginnen würden, könnten wir fröhlich so eine Speicherschicht bauen, dann darüber eine Metadatenschicht, modellierbar, dann darüber die Visualisierungsfunktionen, die Funktionen, die dokumentspezifisch sind, blättern oder zoomen und so. Aber wer es dann betreibt und bezahlt, ist dann eine andere Frage. Drum, auch in der Nachbetrachtung finde ich eigentlich, das Modell ist ein gutes und hat sich bewährt. Ja, also die verteilte Koststruktur und ich glaube, das kann man auch sagen, also ohne jetzt die Zahlen im Detail zu kennen, aber das ist natürlich für die einzelne Institution ist es eigentlich eine, sagen wir mal, sehr gut finanzierbare Plattform, vor allem auch, wenn wir das gegenüberstellen, auch der Nutzung, die wir auf dieser Plattform haben. Das ist ein gutes, sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, der auch schon ein bisschen jetzt in der Diskussion zur Sprache kam, nämlich so ein bisschen die Kompetenzen. Also es wurde jetzt ja viel geredet von Nutzen, von Schnittstellen, Stellen, APIs bedienen, AAAF bedienen, OIP immer ansteuern, solche Dinge. Man sieht hier, wie so eine neue Generation von Forschenden kommen, die auch diese nötigen Skills mitbringen. Und ich glaube, hier sehe ich so ein bisschen auch so eine geteilte Aufgabe zwischen den Institutionen. Wir sind ja auch damit konfrontiert, dass wir diese Techniken dann auch kennen müssen, dass wir sie auch funktional implementieren können müssen. Auf seitens Forschung, wie sieht es da aus? Also wie werden diese Skills da aufgebaut? In welche Richtung entwickelt sich das? Wie würdest du das einschätzen, Tobias? Was macht man, wenn man eine neue Professur bekommt? Man macht einen Studiengang. Das macht man sich nämlich. Dann kommt man nicht mehr so schnell weg da. Nein, das ist eigentlich genau die Bärenstrategie eigentlich. Das heißt, wir versuchen sozusagen weiterhin Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler auszubilden, die dann in einem Hauptfach, ich sage jetzt Germanistik, Geschichte, Sozialanthropologie studieren und daneben die Möglichkeit haben, dass sie ein so mal als Nebenfach sicher die Möglichkeit haben, sich in diesem ganzen digitalen Bereich, also bei uns ist konkret mit dem Studiengang Digital Humanities als Minor, dass sie sich da erste Skills aneignen können und dann eigentlich dadurch auch schon befähigt sind, so kleine digitale Projekte selber durchzuführen. Und da ist es uns dann extrem wichtig, dass sie da eigentlich das sozusagen auch so im Dreck der Daten die Leute auch rumwühlen und da mal versuchen, eigene kleine Apps zu bauen und eben Schnittstellen zu bedienen und Erfahrungen mit Python und so weiter bekommen. Also das heißt, dass man da wirklich einerseits Leute hat, die das Ganze kritisch reflektieren können, andererseits aber das dann eben auch umsetzen können, ohne dass sie jetzt ein Nebenfachstudium in Informatik machen können. Ich meine, unter der Hand gesagt oder hinter der vorgehaltenen Hand gesagt, ist es ja sowas wie ein kleines Informatikstudium, einfach sehr spezifisch auf oder mit dem Hintergrund, dass man eben IIIF kennen muss und dass man verstehen muss, wie so TI-XML-Dateien aufgebaut sind. Also es geht eigentlich genau in die Richtung. Und ich glaube, das gibt eine ganz interessante Mischung von Nachwuchs, der dann eigentlich fähig ist, eben im geisteswissenschaftlichen sich zu betätigen und gleichzeitig eigentlich auch den dann auch informatisch selber Dinge umsetzen kann und dann auch mit größeren Institutionen, mit Informatikerinnen und Informatikern auch zusammenarbeiten kann. Weil ich glaube, die ganze Kommunikation, da kann jeder und jede, die in dem Bereich arbeitet, Geschichten erzählen. Also das kennst du ja selber, Michael. Das ist einfach die ganze Kommunikation, wenn man überhaupt weiß, was wollen die anderen genau und was versteht man unter dem. Also das ist immer noch ein extrem wichtiger Aspekt. Mhm. Ist das auch ein Teil deiner Erfahrung, Julien? Also diese, sagen wir mal, diese Vermittlungstätigkeit auch so zwischen, sagen wir mal, Geisteswissenschaftler oder Informationswissenschaftler und Technik, IT-Experten? Also IT-Experten
weiß es nicht, aber ich bin auch einverstanden mit Tobias, dass so von Seiten der digital-humanitären Basen muss man total auch transversale Fähigkeiten haben und in der Lage sein, also digitale Publikationsprojekte durchzuführen. Ja, TI, XML, IIIF, OCA und so weiter. Aber Expert, vielleicht einige werden Expert sein, aber nicht alle. Ja, genau. Und in deiner Community, Sonja, wie sieht das da aus? Welchen Stellenwert haben da diese neuen Fähigkeiten oder auch in der Ausbildung oder auch in der Anwendung, der Akzeptanz? Du bist noch stumm geschaltet. Genau. Ja, eben, ich meine, die Kunstgeschichte selbst, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Leute, also solche, die sich halt wirklich sehr fürs Digitale interessieren, die tatsächlich eben auch mit Digitalisaten arbeiten, aber auch digitale Technologie anwenden. Und es gibt sicher auch viele, die einfach traditionell, sage ich jetzt mal, noch Kunstgeschichte machen, was ja auch völlig okay ist. Und die Frage ist halt eher, wie schafft man es, sich die benötigten Fähigkeiten anzueignen, wenn man eben halt von der Kunstgeschichte her sich fürs Digitale interessiert. Und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren schon sehr viel getan, eben durch das, dass sich eigentlich diese Digital Humanities Studiengänge etabliert haben. Oder zum Beispiel in München gibt es auch die digitale Kunstgeschichte. Und ja, ich meine, so kommen die Leute eigentlich immer mehr zu diesen Themen. Und dann auch später eben zum Berufsleben, also auch an den Museen beispielsweise, ist das ja auch ein Thema, das immer stärker kommt. Also wo es dann wirklich Leute braucht, die halt das Digitale verstehen oder eben auch so diese Schnittstellenfunktion einnehmen können und einerseits das weitergeben, was von Seite des Museums oder von der Kunstgeschichte her wichtig ist. Also ja, dass man das dann auch den Informatikern übermitteln kann und die verstehen, was die anderen überhaupt wollen. Und was würdest du sagen, wie könnte man in diesem Bereich auch so die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und Gedächtniseinrichtungen und jetzt der Forscher und Forscherinnen und Forscher in diesem Digital Humanities Bereich noch verbessern oder intensivieren? Weil ich glaube, da liegt noch viel so ungenutztes Potenzial, ja, genau. So für meine Begriffe. Also das sehe ich genauso. Und ja, eben im Moment, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also es wäre auch möglich, dass man an den Museen beginnt, Jobs zu schaffen, wo Leute dann hinzugezogen werden, die fürs Digitale zuständig sind. Das gibt es teilweise. Also es gibt natürlich Leute, die für die Datenbank verantwortlich sind und dann auch mit denjenigen in Kontakt stehen, die diese entwickeln. Aber das reicht wie nicht aus meiner Sicht. Also eben, man muss eigentlich viel stärker auch in der Lage sein, eben halt vielleicht auch digitale Anwendungen schaffen zu können, die der Vermittlung dienen. Und ja, ich sehe das jetzt nicht unbedingt so positiv, wenn man einfach extern einen Dienstleister beauftragt, etwas umzusetzen, weil letzten Endes das Wissen ja doch in der Institution sitzt und es eigentlich einfacher ist, wenn da die Leute sind, die auch etwas umsetzen können. Also das Ideale fände ich eigentlich wirklich, wenn es so Teams sogar gäbe, also wo halt dann auch Informatiker dabei sind, wo Kunsthistoriker dabei sind, die die Aufgabe haben, eben digitale Anwendungen dann umzusetzen. Also ja. Halt wirklich dann das Know-how im Haus drin ist auch. Ja, würdest du dem, aber jetzt, Entschuldigung. Genau, und aber deine Frage war ja eigentlich eher also auf die Kooperation ausgerichtet und im Moment sehe ich das eigentlich auch als gute Möglichkeit, eben, dass man eigentlich als Museum auch so das technologische Know-how hinzuholen kann, eben, indem man irgendwelche Projekte zusammen umsetzt. Und ich weiß, es gibt sicher eins von Sarah Canderdine, die Professorin ist an der EPFL für E-Museum Plus, heißt das, glaube ich. Und da gibt es ein Projekt, das auch mit verschiedenen Schweizer Museen zusammen ist, wo sie dann ich weiß jetzt gar nicht genau, um was es geht, um Emotionen, glaube ich, dann mit dem Digitalen und möglicherweise sogar in der Ausstellung selbst. Dann. Wäre das auch aus deiner Sicht, Tobias, ein wünschbarer Weg, also mehr Zusammenarbeit, mehr gemeinsame
ja, Tätigkeit in solchen Projekten, in die eben mehrere Kompetenzen einfließen? Ich glaube, das Interdisziplinäre ist aus dem, einerseits aus dem DH, aber andererseits auch aus der ganzen Kooperation nicht wegzudenken, im Gegenteil. Und ich glaube, was sinnvoll ist, ist vielleicht weniger das jetzt auf Stufe von irgendwelchen Seminarien und Vorlesungen zu denken, sondern mehr so in Lab-Situationen. Und an der ETH gibt es jetzt schon ein erstes Lab und Versuche damit. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man Leuten eigentlich Platz, Zeit und Raum im Sinne von Büros und auch so ein bisschen Unterstützung gibt, dass man da praktisch die Kooperation fördern kann. Und ich glaube, das ist etwas, das gerade auf Stufe der Universitätsbibliotheken weiter gefördert werden muss und auch passiert. Es gibt jetzt auch erste Ideen, dass man das in Bern etabliert. Basel denkt auch in die Richtung. Also ich glaube, dass man da sich wirklich so ein bisschen von außen, also aus den einzelnen Wissenschaften raus, die Leute holt und sagt, okay, was können wir mit unseren Beständen machen? Österreich macht das in Wien, die Österreichische Nationalbibliothek macht das in Wien total erfolgreich. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Weg. Und das ist dann aber wirklich so fast über eine 1-zu-1-Betreuung raus. Das finde ich, halte ich für extrem weiterführend, weil dann sozusagen in die Institution zurück was gespiegelt wird, das vielleicht vorher in den Wissenschaften, sei es in der Computerlinguistik oder in den DH oder vielleicht auch in den Geschichtswissenschaften mal theoretisch entwickelt wurde und dann praktisch umgesetzt werden kann vor Ort und dann wieder auch so eine Spirale, also so eine Verstärkung erhält, indem das dann dass dann eben auch der Feedback dazu kommt, weil man das sozusagen on real umsetzt und nicht eben nur in Form einer Seminararbeit. Ich würde es aber so wirklich auf der Ebene machen. Ich glaube, so diese großen Kooperationen sind teilweise dann fast eher für beide Seiten auch vielleicht auch fast zu mühsam, obwohl da gibt es natürlich auch gute Beispiele. Aber ich finde diese Lab-Situation eigentlich recht hilfreich und ich versuche das auch, also gerade in unserem Studiengang versuchen wir das auch so umzusetzen, dass da gibt so diese Lab-Situation, dass die Leute auch vor Ort miteinander arbeiten, so ein Austausch entstehen kann. Das finde ich ist echt extrem fruchtbar. Mhm. Würdest du dem zustimmen, Rudi, so aus Bibliothekssicht? Ja, da danke ich sehr für den Steilpass. Also ja, natürlich. Also da sehen wir auch unsere Zukunft, das auch an der UB Zürich sind wir dann dran und in Zusammenarbeit mit dem ZB Lab, ETH Library Lab. Also ich denke gerade da haben wir viel Potenzial in Zürich und das finde ich auch, sollten wir unbedingt nutzen. Das andere, was ich noch anfügen möchte, ist, dass wir uns ja dieselben Überlegungen auch stellen in Bezug auf die Ausbildung der Bibliotheksmitarbeitenden. Also ich finde auch da gehört das mittlerweile dazu und das ist eine ganz wichtige Schiene, dass wir da näher dran sind, dass wir uns vertiefen und auch technische Möglichkeiten haben, um mitreden zu können. Also einfach immer von Seite Bibliothek im Verständnis, wir sind Dienstleister für die Forschung, aber da müssen wir auch mehr verstehen, als nur, das sind spannende Daten und macht mal, sondern dass wir uns da aktiv einbringen können und so eigentlich dann vielleicht auch noch besser das bereitstellen, also Funktionen und Schnittstellen, wie sie dann tatsächlich benötigt werden. Also das sind IT-Kompetenzen, von denen du jetzt sprichst, oder in welche Richtung schon. Denkst du da? Ja. Also so wie es die Vorredner gerade beide gesagt haben, also es ist so an der Schnittstelle oder zwischen IT und Fachwissen, was wir eigentlich in so im Bereich Digital Humanities auch haben, man braucht beides, oder? Und jetzt aus Bibliothekssicht, Bibliotheksmitarbeitende müssen dann die Standards kennen, die müssen wissen, wie man Daten so aufbereitet, dass sie dann eben übernommen werden können. Also das ist so Data Literacy for Librarians, oder? Das finde ich ganz wichtig, ja. Mhm. Ohne dass man, und das kam ja bei dir schon vor, Rudi, das hat aber auch Tobias nochmal betont, ohne dass man die guten alten bibliothekarischen Tugenden dabei vergisst, nämlich die sorgfältigen Metadaten, die hochqualitativen Metadaten und auch die guten qualitativen Scans, oder? Tobias, das war schon auch ist und bleibt ein Bedürfnis seitens der Forschung. Absolut, ja. Also ich meine, das ist natürlich auch sozusagen die ganze Glaubwürdigkeit und vielleicht sogar, wenn man es überspitzt formulieren will, sogar vielleicht der Punkt, wo man sich wirklich noch abgrenzen kann als Bibliothek von irgendwelchen Massendigitalisierungsunternehmen. Also ich habe das Beispiel Google schon angeführt und ich meine, eigentlich war der Effekt von Google Books
im Endeffekt positiv, weil was passiert? Die Bibliotheken haben selber mit Scannen angefangen. In Frankreich wurde Gallica als Gegenreaktion auf Google Books gegründet. Das heißt, eigentlich ist es so noch interessant, dass wir hier im digitalen Raum plötzlich wieder so einen Einfluss von privaten Playern haben oder von Institutionen haben, die gewinnorientiert sind und dass dadurch eigentlich dann auch wieder viel passiert. Und da ist das vielleicht etwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es geht natürlich auch um die Kooperation mit solchen kommerziellen Anbietern. Also das heißt, man sieht es bei ERARA, oder? ERARA arbeitet mit Semantics zusammen, um das ganze Portal aufzustellen. Und das ist eigentlich so, diese Public-Private Partnerships sind eigentlich werden teilweise fast zu stark verteufelt, gerade im Bibliotheksbereich, weil wir uns da gewohnt sind, dass alles offen und so weiter gemacht werden muss. Aber gerade wenn es um Nachhaltigkeitsfragen geht, kann das extrem hilfreich sein. Aber eben dann, wieder zurück zu dem, was du gefragt hast ursprünglich, Michael, es geht natürlich schon darum, dass die Daten praktisch in einer Qualität vorliegen müssen, indem sie dann auch belastbar sind. Und das ist das, wo dann ein Privater praktisch nicht mehr mitmachen kann. Und wenn ich darf, gehe ich da gleich auch so ein bisschen auf eine Frage ein, die Esko Rehling im Chat gestellt hat zur Förderung des SNF von Digitalisierungsprojekten, weil Rudi Mummelstein hat darauf geantwortet, dass das wäre eigentlich wünschenswert, das sehe ich auch ein bisschen so, aber was ich schon interessant finde und deswegen komme ich darauf, weil es eben auch mit den Metadatenstandards zu tun hat, ich glaube, die SNF-Förderung sollte schon eher projektbasiert sein. Das heißt, man muss mit einer wissenschaftlichen Frage rankommen und wenn dann das Nebenprojekt oder das Nebenprodukt oder ein Teilprodukt davon eine Digitalisierung ist, ist das wunderbar. Aber sozusagen zu sagen, ja, wir wollen jetzt, wie jetzt die Digitour das gemacht haben, wir wollen jetzt sozusagen die Turikensia der ZB digitalisieren, das ist irgendwie nicht die Aufgabe eines Forschungsförderers. Und das ist meine persönliche Meinung. Sondern da, ich finde, gegenüber dem SNF soll man Digitalisierung unbedingt mitbeantragen, aber es ist ein Teil der Forschung. Das heißt, es gibt noch eine Forschungsfrage, die kommt vielleicht aus der Juristerei oder aus welcher Wissenschaft auch immer, aus der Astronomie von mir aus oder der historischen Astronomie. Und dann gibt es als Beiprodukt das noch dazu, aber ich glaube, es darf dann schon auch den Fokus wieder auf der Forschungsfrage haben, die dann sozusagen unterstützt wird von der Digitalisierung. Also das finde ich, muss man schon auch ab und zu wieder betonen. Also ich kenne die Frustration und das Problem mit der Förderung, dass da vom SNF nichts kommt für Digitalisierungsprojekte, aber gleichzeitig gibt es da auch gute Gründe für oder abzuwägende Gründe. Also du würdest sagen, festhalten an der bestehenden Praxis, einfach, sagen wir mal, Forschungsprojekte zu fördern und die Digitalisierung als Mittel zum Zweck für ein spezifisches Projekt zu sehen. Genau. Oliver, wie sieht es denn aus in den Q&A-Bereich? Gibt es da noch weitere Fragen aus dem Publikum? Genau, also die Frage von Jesko Reiling wurde ja schon beantwortet. Ich nehme an, die Zuschauer können das auch sehen. Eine weitere Frage von Oliver Thiele. Mich würde ein Blick in die Zukunft interessieren. Was sind die nächsten Schritte, Funktionalitäten, Teilnehmer, Herausforderungen? Ja, eine sehr spannende Frage, die ich auch noch auf meiner Liste habe, aber wir nehmen das gerne so auf. Ja, was, wenn wir drei Wünsche frei hätten an ERARA, das ERARA der Zukunft, wie sehen die denn aus, Julien? Drei Wünsche, das ist eine schwere Frage, aber... oder auch nur einer, was auch immer. Noch eins. Also für mich, dass also Triple F nicht als Ad-Hoc-Technologie ist. Also das, also Triple F ist also der Core-API von ERARA oder MNS-Script. Und wir können auch, ich könnte also mich gut vorstellen, dass es so eine Annotationsserver gibt für die Speicherung von also ja, persönlichen Annotationen. Ja, das wäre großartig. Ja, wunderbar. Das ist ein Punkt, der auch schon genannt wurde. Dein Blick in die Zukunft von ERARA oder Digitalisierungsplattformen generell. Sonja, wie sieht es bei dir aus? Du wahrscheinlich. Also ich fände es auch interessant, wenn man vielleicht dann eher noch Einblicke bekommen würde im Sinn von Projekten, die mit Inhalten von ERARA gemacht wurden. Also es kann natürlich von ERARA selbst herkommen, aber es kann ja auch sein, dass Projekte vorgestellt werden, die damit gemacht werden.
Also die doch wieder dieser Konnex zwischen, zwischen Forschung und digitalisierten Inhalten. Also wo ja, wurde. Dass man wo einfach wurde, vielleicht auch so Beispiele hat, was kann man überhaupt machen. Ja. Das ist ja auch etwas, dass man das eigentlich den Leuten vermitteln muss, dass man dann wieder auf Ideen kommt. Und jetzt denkst du primär an Ideen so im Sinne von digitale Methoden anwenden auf einen digitalen Korpus, weniger an herkömmliche Arten der Auswertung, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, schon. Oder dass man vielleicht sogar beides dann hat. Also eben, es können ja auch diese Projekte sein, die dann in diesem ETH-Lab gemacht werden. Und die sind dann wahrscheinlich wieder an einer anderen Stelle verlinkt. Aber einfach, dass man irgendwie auch so eben mit so Beispielen in Berührung kommen kann, was man überhaupt im Digitalen machen kann. Okay, super. Deine Wünsche, Tobias, haben wir schon ein bisschen gehört, ging auch in Richtung Annotation. Gibt es noch weitere Aspekte? Es geht schon primär um die ganze Textschnittstelle. Also ich erwähne es, die Texterkennung gar nicht mehr. Das ist ein gelöstes Problem. Ja. Ja. Das ist sozusagen praktisch Erwartung, wobei ich mir das total bewusst ist, noch extrem viel Arbeit da ansteht. Und gerade bei eben Inkunabeln und so muss man dann noch nachdenken. Also wir haben am Hackathon sehr geübt mit mathematischen Formeln, kann ich dir sagen. Ja, ja. Genau, das ist noch so was bei den letzten Challenges. Genau. Da gibt es auch für ICTA, der Bi-Jahrestagung, gibt es Challenges dazu, genau. Also ich glaube, es ist die Textschnittstelle, die dann eben mit Annotation verknüpft werden kann. Was mir natürlich auch immer vorschwebt, sind so Named Entity Recognized Tags, also dass man dann praktisch da auch nach Personen, Orten suchen kann, dass man die Texte direkt eben über die Schnittstelle dann in irgendwelche Topic Modeling, LDA Algorithmen überführen kann, also dass man da praktisch wirklich die Freiheit bekommt, mit dem Material praktisch anzustellen, was man will. Und ich glaube, das wird extrem die Plattformen wieder befördern. Das heißt, die Nutzungszahlen werden zukünftig nochmal hochgehen, auch pandemiebedingt, weil wir sozusagen das ganze Material auch überhaupt alles kennen, oder? Weil wir das gezwungen waren dazu, das zu nutzen. Und wenn man das sozusagen die Daten noch weiter befreit, noch mehr mit Text anreichert und die Möglichkeit gibt, da mit Annotation zurückzuschieben und das praktisch in Diskursen, Netz entstehen zu lassen, dann wird das eine wahnsinnig gute Sache. Okay, wenn wir das angehen, dann so schnell geht uns die Arbeit in dem Bereich nicht aus, das kann ich schon mal sagen. Genau, Oliver, gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Noch eine weitere Frage, ja. Welche weiteren Schritte sind für die weltweite Bekanntmachung von ERARA geplant? Ist der Export von Metadaten an Plattformen wie zum Beispiel Europeana eine Option? Ja, ich glaube, diese Frage muss ich wahrscheinlich selbst beantworten, weil, oder sei denn du willst was dazu sagen, Rudi, aber diese Option wird geprüft. Schon länger ist ein Wunsch und es ist eigentlich generell eine Policy jetzt sicher der ETH-Bibliothek, aber sicher auch der meisten anderen angeschlossenen Institutionen, diese Daten eben nach außen zu bringen. Also Rudi Mummenthaler hat ja schon gesagt, dass natürlich selbstverständlich diese ganzen nachgewiesenen alten Drucke eben auch in Swisscovery drin sind und so. Und es gibt keinen Grund, diese Daten für sich zu behalten, sondern möglichst in die Welt hinauszutragen und dahin zu gehen, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind. Das ist, glaube ich, generell die Policy. Genau. Also ich kann vielleicht nur sagen, diesen Bericht, den ich angesprochen habe, war das, also 2015 war das schon ein Thema mit Europeana, auch dem Europeana Data Model als möglicher Standard eben auch für die noch besser interoperabel zu sein, wird schon lange diskutiert. Aber es gibt auch institutionelle Hürden, glaube ich. Es ist nicht so einfach mal als Bibliothek oder als ERARA Daten in die Europeana zu bringen. Das läuft, glaube ich, über die Nationalbibliotheken und daran ist es jedenfalls früher schon mal gescheitert, dass man das einfach so hätte hochladen können. Also man muss ja die Rolle seines nationalen Aggregators übernehmen und nur dann ist man das gewissermaßen das Eintrittsticket für die Europeana. Genau. Ja. Gibt es noch weitere Fragen, Oliver? Nein, weitere Fragen gibt es nicht. Es gibt diesen Austausch mit Jesko Reiling, wo aber schon eigentlich darauf geantwortet wurde.
Also wenn es noch Fragen gibt, wir haben noch ein paar Minuten, dann bitte gerne stellen und wir nehmen die sehr gerne entgegen. Und ansonsten, du hast es vorhin schon gesagt, Tobias, das würde mich noch interessieren, auch aus der aktuellen Situation heraus, dass jetzt die Nutzung so digitaler Plattformen jetzt mit Corona stark zugenommen hat. Also ist es jetzt deine persönliche Erfahrung oder ist das etwas, das du in deinem Umfeld auch wahrnimmst auf breiterer Basis? Ich nehme es mal einsatz in einem persönlichen Projekt war, nämlich Advantis, das hast du kurz bei der Einführung angesprochen, dass ich früher geleitet habe, dass ich heute noch damit kooperiere und als Herausgeber agiere. Das heißt, da haben wir, das ist ja eigentlich ein, ich sage es mal, ziemlich Web 1.0 Projekt, in dem man da was lernen kann. Anstelle, dass man ein Buch nimmt, macht man das digital und bekommt dann Feedback zugespielt. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Nutzungszahlen im letzten Jahr sich eigentlich verdoppelt haben. Das heißt, ganz viele, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das deutsche Universitätssemester zu dem Zeitpunkt angefangen hat, dass praktisch der Lockdown in Deutschland gekommen ist. Das heißt, die wussten alle mit 2 Wochen Vorlauf, jetzt geht es dann gleich los und wir dürfen nicht an die Uni. Und in diesem Zusammenhang haben sich dann viele entschieden, offenbar auf dieses Angebot zurückzugreifen, das sie irgendwie im Hinterkopf hatten. Und ich glaube, es geht ganz vielen ähnlichen Plattformen genauso. Das heißt, dadurch, dass man lange nicht in Bibliotheken durfte, reisen ist sowieso keine Option im Moment, hat man sich eigentlich entschieden, auf das zurückzugreifen, was man hat. Besonders blöd trifft es natürlich dann die Studierenden, die praktisch ihre Abschlussarbeitsthemen haben und ins Archiv oder in die Bibliothek möchten und das dann in dem Moment nicht können. Das heißt, da ist dann praktisch der Wechsel wieder ein bisschen schwieriger. Aber alle anderen waren ein bisschen gezwungen, darauf auszuweichen. Ich denke, das wird noch ziemlich nachhaltige Effekte haben. Also ähnlich wie wir jetzt hier dieses Webinar wie selbstverständlich über Zoom veranstalten und alle irgendwie wissen, wie das funktioniert und wie man sich da verhält, wird das auch so praktisch Effekte zeitigen, dass wir vielleicht weniger rumreisen und eben gewisse Dinge dann nur noch digital uns anschauen. Wobei, wenn ich dann noch die Frage stellen dürfte, das würde mich dann von Seiten Bibliotheken interessieren. Normalerweise hört man das immer und ich habe das bis jetzt praktisch auch nie empirisch belegt bekommen, dass wenn man etwas digitalisiert, dass dann tatsächlich auch die Nachfrage nach dem physischen Objekt stärker wird. Und da würde mich eigentlich mal sozusagen die Einschätzung aus Bibliothekssicht interessieren, ob man das wirklich so nachvollziehen kann oder ob das ein Internetgerücht ist. Was würdest du dazu sagen, Rudi? Gibt es diesen, sagen wir mal, diesen Sogeffekt des Digitalen ins Analoge? Das war mal so die erste Frage. Und das zweite ist, gibt es auch deiner Sicht auch so diesen einen verstärkten, sagen wir mal, Divide zwischen digitalen Informationen, die leicht zugänglich und deshalb sehr stark genutzt werden, und analogen Beständen, die vielleicht irgendwie in einen noch größeren Tiefschlaf verfallen? Ja, also sehe ich beide Richtungen, aber jetzt nicht irgendwie mit aktuellen empirischen Grundlagen. Schon als wir begonnen haben mit Digitalisierung, hat man sich das hat man das gewusst, dass es eben Beispiele gibt. Man hat gedacht, man digitalisiert und versorgt dann das Original und dann hat die Nachfrage eher zugenommen, weil es eben viel besser sichtbar war. Klar, haben vielleicht von 100 Nutzerinnen hat nur eine dann noch das Original gebraucht, aber es war dann immer noch so viel wie vorher, als man nur das Original nutzen konnte. Also ich denke, es sind eben 2,9 Millionen Visits. Das sind fantastische Zahlen, wenn man denkt, dass man früher im Lesesaal ein paar hundert Besucher hatte an der ETH-Bibliothek. Also die Verhältnisse sind wirklich Dimensionen, die unterschiedlich sind. Und das andere, dass eben das, was sichtbar ist, das heißt, was leicht auffindbar ist, mit guten Metadaten erschlossen, was leicht nutzbar ist, Open Access mit klaren, offenen Lizenzen, das wird tatsächlich einfach viel mehr genutzt. Ich denke, wir haben das an der ETH-Bibliothek seinerzeit gemerkt, als die Dissertationen der ETH digitalisiert wurden und online geschaltet waren, die hatten fantastische Zugriffszahlen. Und wir haben immer gesagt, ja, so eine ETH-Dissertation, wen interessiert das? Das ist immer sehr fachspezifisch, eigentlich sehr wenige eigentlich, die überhaupt verstehen, was da publiziert wurde. Aber weil sie leicht auffindbar waren, hatten die auch schon, kaum waren sie online, sehr hohe Zugriffszahlen. Also insofern gehe ich auch davon aus, was leicht nutzbar und findbar ist, das wird sehr intensiv genutzt. Und das andere interessiert nicht mehr. Oder man macht sich die Mühe nicht mehr, und wenn man es nicht, also man hat die Zeit nicht, nimmt sich die Mühe nicht, da dem Original nachzugehen. Also in der Mehrheit. Natürlich gibt es immer noch die Ausnahmen, die Spezialistinnen, Spezialisten, aber
als Tendenz würde ich das bejahen. Okay, ja, herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon mit Blick auf die Uhr am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich glaube, wir haben pünktlich begonnen. Ich möchte auch ganz pünktlich aufhören. Mein Dank gilt natürlich ganz zuerst den Teilnehmern des heutigen Panels. Danke Sonja Rasser, danke Tobias Hodel, Julia Remy und Rudi Mumenthaler für die Beteiligung an der Diskussion und natürlich auch Ihnen zu Hause oder in den Büros vor den Bildschirmen fürs Interesse. Und mein Dank geht natürlich auch, das hat Andreas Kirstein schon gesagt, an alle, die diese Veranstaltung in der Vorbereitung und technischen Durchführung möglich gemacht haben. Und Ihnen und auch Ihnen zu Hause wünsche ich allen einen sonnigen Nachmittag und einen ganz schönen Abend. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Merci vielmals.